Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Tromp. Ich bin stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Handelsverband Deutschland, verantworte unter anderem das Thema Digitalisierung. Und ich freue mich hier heute, Wenke Schmidt von Google bei uns begrüßen zu dürfen, die dort das Cloud-Geschäft verantwortet. Hallo, Frau Schmidt. Hallo Herr Trump, freut mich. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Ja, gerne. Wir sind neugierig, was Sie bei Google zum Thema Cloud alles machen. Und ich fange mal mit einer ganz allgemeinen Frage an. Ich habe letztens gelesen, dass Google jetzt sehr massiv in die Cloud auch investiert. Was genau tun Sie dort? Ja, das ist richtig. Und zwar nicht nur in die Cloud, sondern vor allem in die Cloud in Deutschland. Wir haben nämlich vor kurzem angekündigt, dass wir bis 2030 über 1 Milliarde Euro für den Bau an zusätzlichen Rechenzentren in Deutschland investieren werden. Und dazu zählt zum einen eine weitere Anlage in Hanau, die unser bestehendes Rechenzentrum in Frankfurt ergänzen wird, und zum anderen eine komplett neue Google Cloud-Region in Berlin-Brandenburg. So mit diesen beiden Rechenzentren in Deutschland ergeben sich dann für Unternehmen oder Händler die Möglichkeit, zum Beispiel Latenzen zu reduzieren, das heißt Datentransferzeiten, im Vergleich zum Beispiel zu einer transatlantischen Verbindung. Und darüber hinaus kommen wir auch dem Wunsch vieler unserer Kunden nach, dass sie Google Cloud Services nutzen können, die eben in einem Rechenzentrum in Deutschland gehostet werden. Und zusätzlich dazu haben wir ebenfalls vor kurzem angekündigt, dass wir zusammen mit unserem Partner T-Systems in eine sogenannte souveräne Cloud-Lösung investieren werden, die wir gemeinsam entwickeln. Und diese souveräne Cloud-Lösung bietet Unternehmen dann eben noch eine zusätzliche Ebene technischer und betrieblicher Maßnahmen und Kontrollen. Und zum Beispiel wird T-Systems da unter anderem die Verantwortung für die Verschlüsselung und das Identitätsmanagement übernehmen und darüber hinaus relevante Teile der deutschen Cloud-Infrastruktur kontrollieren. So, und mit diesem Angebot, welches ab voraussichtlich Mitte 2022 zur Verfügung stehen wird, wollen wir als Google den digitalen Wandel in Deutschland weiter unterstützen und gleichzeitig aber auch der gesteigerten Nachfrage nach dem erhöhten Datenschutz, der Sicherheit und zusätzlicher Kontrolle nachkommen? Wenn ich mal auf den Handel jetzt direkt schaue und auch die Möglichkeiten, die die Cloud bietet, was sind eigentlich so typische Herausforderungen, die ein Händler mit ihren Cloud-Lösungen eigentlich angeht, beherrschen, lösen möchte? Gibt es da so konkrete Beispiele, die man unseren Zuhörern auch mal präsentieren kann, so zur Inspiration? Ja, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Beispiele. Ich würde mich da gerne auf eins konzentrieren, womit viele Kunden heutzutage an uns herantreten, also die Handelsunternehmen vor allem. Und da geht es mittlerweile immer sehr stark um die Frage der Datenstrategie und insbesondere darum, was mache ich als Händler eigentlich mit den Daten, die ich schon zur Verfügung habe? Wie kann ich die optimal nutzen, um daraus Insights über meine eigenen Kunden zu generieren und diesen Kunden dann auch einen Mehrwert liefern zu können. Ne? Und wir alle können uns das vorstellen, jetzt im Vergleich zu früher, wo es vielleicht nur den Store gab, können Händler heutzutage mit ihren Kunden über ganz viele verschiedene Kanäle in Kontakt treten. Ja, ich kann immer noch in den Laden gehen, ich kann aber auch auf die Webseite gehen, den Online-Store, ich kann Social-Media-Kanal nutzen oder auch noch klassisch das Telefon und den Kundenservice anrufen. Und als Händler ist es eigentlich wichtig, seinem Kunden über alle diese Kanäle hinweg eine sehr personalisierte Ansprache zu ermöglichen. Ja. Das belegt auch eine aktuelle Studie von McKinsey, die besagt, dass Händler eben die es schaffen, Insights aus diesen Daten zu generieren, bis zu, und das sind wirklich prägnante Zahlen, bis zu 85% stärker im Umsatz wachsen und bis zu 25% höhere Margen erzielen, als eben Wettbewerbsunternehmen, die genau das nicht tun. Und zudem stehen Händler noch vor einer weiteren Herausforderung heutzutage. Ja, also natürlich möchten Händler ihren Kunden ein personalisiertes Einkaufserlebnis ermöglichen. Gleichzeitig müssen sie aber auch den gestiegenen Erwartungen an den Datenschutz gerecht werden. Ja. Und laut BCG, und ich glaube, jeder kann sich damit vielleicht sogar selbst identifizieren, laut BCG sind 80% der Konsumenten heutzutage sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, die eigenen Daten zu teilen. Also wenn ich da draufklicke und sage, dürfen eigentlich meine Daten geteilt werden, sehr zurückhaltend. Trotzdem erwarten Konsumenten gleichzeitig aber auch personalisierte Inhalte, die ihren persönlichen Interessen entsprechen.
Dementsprechend ist aus unserer Sicht diese Auswertung und die Aktivierung dieser selbst erhobenen Daten für Händler heutzutage eine Top-Priorität, muss eine Top-Priorität sein. Und gibt es meiner Meinung nach drei große Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Ja, zum einen muss ich als Handelsunternehmen in der Lage sein, Datensilos aufzubrechen intern und wirklich alle Daten, die mir vorliegen, auch zu aggregieren und zu integrieren, um dann diesen sogenannten wirklich 360-Grad-Blick auf meinen Endkunden zu entwickeln, um darauf dann basierend Vorhersagen zu treffen, wie das zukünftige Kaufverhalten meines Kunden eigentlich aussehen könnte, um ihn dann entsprechend zu adressieren. Das digitale Paradoxum haben Sie vorhin gerade angesprochen. Auf der einen Seite, der Kunde möchte alle Services und auf der anderen Seite will er am liebsten keine persönlichen Daten weitergeben. Und dann wiederum, in dem Moment, wo ihm aber eine Lösung präsentiert wird, akzeptiert er eigentlich wieder alles. Das ist irgendwie so die Quadratur des Kreises. Und das andere, was Sie sagen, dass der Kunde eben 360 Grad kanalübergreifend die ganzen Services nutzen möchte, das auch erwartet. Ich kann das nur bestätigen. Wir als HDE haben gerade den aktuellen Kundenmonitor veröffentlicht, den wir auch mit GfK und anderen zusammengearbeitet haben. Und eine Kernaussage dieses Kundenmonitors ist auch, der Kunde erwartet, egal auf welchem Kanal, dass er überall die gleichen Services genießen kann, auch die gleichen digitalen Services, unabhängig, ob es Online-Einkauf ist oder stationäres Geschäft. Und umso wichtiger ist es eben, dass ich auch von der IT-Infrastruktur übergreifend die Daten zur Verfügung stellen kann, etc. Und da ist natürlich die Cloud prädestiniert für. Wenn wir zu den Herausforderungen kommen, über welche Lösungen sollten sich Entscheider heute Gedanken machen aus Ihrer Sicht? Ja, da gab es natürlich oder gibt es schon seit längerem verschiedene Lösungen am Markt, die sich mit diesen Herausforderungen beschäftigen, ne? Also klassische CRM-Systeme oder auch Demand-Media-Plattformen zum Beispiel. Eine neuere Lösung jetzt an dieser Stelle, die jetzt sehr häufig angefragt wird, ist die sogenannte CDP, also die Customer Data Plattform. Und im Vergleich zu den Lösungen, die bisher am Markt waren, ist die CDP wirklich eine zentrale Datenplattform, die es eigentlich als einzige Datenplattform ermöglicht, diese ganzen Daten und Quellen, die ich im Unternehmen habe, auch wirklich zusammenzufassen und zu analysieren, um dann eben diesen 360-Grad-Blick auf den Kunden zu entwickeln. Ja. Und wichtig dabei ist, dass Händler anhand von CDP und ihren eigenen sogenannten First-Party-Daten, also selbst gesammelten, selbst generierten Daten, nachvollziehen können, wie sich Kunden oder eben auch potenzielle Kunden, die vielleicht noch gar keine sind, auf der Webseite verhalten, auf dem Webshop verhalten, was sie eigentlich in der Mobile-App machen, was sie im Laden gekauft haben oder auch wie sie mit dem Kundenservice interagieren, ja, sei es jetzt per Telefon oder online, per Chat oder Bot. Und fortschrittliche Marketing-Teams heutzutage können dann diese Daten aktivieren, um dann, und das ist wichtig, datenschutzkonform hochindividualisierte Inhalte anbieten zu können. Und wenn man das dann noch ein bisschen steigert technologisch, ja, und anreichert mit Machine Learning, sind Handelsunternehmen heutzutage sogar in der Lage, wirklich Vorhersagen zu treffen über potenzielles Kaufverhalten und dementsprechend dann eben auch mit gezielten Marketingaktivitäten, die in der Lage sein oder in der Lage sind, Conversion zu erhöhen und den Umsatz zu steigern. Am Ende des Tages soll es ja dann auch einzahlen auf den Geschäftserfolg und nicht ein reiner Selbstzweck sein. Insofern, ich kann das absolut nachvollziehen, was Sie da gerade dargestellt haben. Und ich verantworte ja beim HDE nicht nur unsere politischen Aktivitäten Richtung Digitalisierung, sondern ich bin auch verantwortlich für unsere GmbH-Aktivitäten, wo wir unter anderem im Bereich generischer Qualitätssicherung unterwegs sind. 25.000 Betriebe weltweit lassen sich nach unseren Standards jetzt mittlerweile zertifizieren. Und wir gehen jetzt auch in die Google Cloud mit unserer Datenbank. Das wird auch Mitte nächsten Jahres soweit sein. Das wird gerade fleißig neu programmiert. Und das vielleicht als Abschluss, auch als Testimonial. Wir haben das geprüft und ich kann nur sagen, das Angebot, was Google hier in Sachen Cloud unterbreitet, hat auch meine IT-Leute überzeugt. Insofern, Frau Schmidt, ich denke, Sie werden viel zu tun haben in Zukunft. Herzlichen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank für Ihre Zeit heute und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann alle beim Handelskongress. Bis dahin, alles Gute. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.